Folge Nummer 27 von Graveyard Keeper. So, was wollten wir machen? Zum Wirtshaus gehen wegen Grundstück erweitern, ne? WASD muss ich mal gerade nehmen. Dann komme ich auch besser voran, ne? Gut. Dann schauen wir mal, was da geht oder was da nicht geht, ne? Wahrscheinlich will er irgendwie wieder was, wo ich nicht habe. Und dann müssen wir gucken, dass wir mal so einen Gottesdienst abhalten auch, ne? Jetzt ist da irgendwie der Dingens da, der Pfaffe da eigentlich, oder? Naja, ist egal. Nein, ich möchte mit dem nicht reden, ich möchte nur vorbeigehen. So. Solo. Na klar doch, mal sehen. Steuern, Gebühren, Servicezuschlag. Solo. Das wären dann 9682 Goldstücke, 54 Silberstücke und 11 Bronzestücke. Du machst Witze, oder? Das ist ja Gesetz, aber ich kann dir einen kostenlosen Ratschlag geben. Kauf das Land im Namen eines armen alten Dorfbewohners. Das gibt dann einen festen Rabatt. Jemand wie Dico. Okay. Rede mit Dico über den Grundstückskauf. Aha. Können wir hier noch was handeln? Oh, wir können hier was verkaufen. Bestattungsurkunde. Sollten wir definitiv verkaufen. Und Holz nimmt er tatsächlich auch, aber das ist jetzt zu wenig, was ich nicht machen will. Oh, wir haben eine Leiche gekriegt. Alles klar. So, Dico. Dico war da rechts. Der hat uns ja schon das Hanf verkauft, ne? Oder was war das? Gucken wir, dass wir Dico erwischen. Können wir das mitnehmen? Ja. Da ist Dico. Dong, bing, bong. Ich bin der Dico. Bin ich der Dico? Wegen dem Grundstück. Aufgabe beendet. Rede mit Dico. Kuchen, Kuchen, musst du mal versuchen. Dico, es macht dir doch nichts aus, wenn ich in deinem Namen ein Landstück kaufe, oder? Kuchen, Kuchen, musst du mal versuchen. Ich will dort eine Taverne bauen. Kuchen, Kuchen, musst du mal versuchen. Nee, macht dir offensichtlich nichts aus. Handeln. Gut. Er würde sogar auch Dingens nehmen, aber der Preis ist hier 1 Cent weniger. Kupfer weniger. Was hat er denn hier? Samenöl. Samenöl. Hanfsamen. Aber die brauchen wir jetzt nicht. Gut, Diego, haben wir geklärt. Ich habe mit dir gesprochen, ne? Aber gesagt hast du mir nichts. Aber gehen wir wieder in die Taterne, oder? Der müsste doch dann weitere Infos für mich haben, oder? Kann ich da noch was kaufen? Aufgabe in Na klar, sag mir, es ist doch körperlich fit und gut gelaunt, oder? Ja, was seine Geschlechtsstellung angeht. Armer alter Digo, wenn du nur wüsstest. Auch egal, das kostet 30 Silber. Bin gleich wieder da. Genau, so sieht's aus. Also das mit der Kohle, ne, das geht ja gar nicht. So. Wir müssen auch unbedingt an das blaue Zeug kommen. Und das kriegen wir unten am Alchemetisch blau, oder wie war das? Alternativen wären... Ja, fraglich. Der Inquisitor, der ist bestimmt schon nicht mehr da, ne? Der geht doch schon wieder nach Hause, oder? Der war doch hier, wenn, oder? Er kriegte was? Weiß ich auch nicht mehr. Da ist er. Oh, brauchen wir gar nicht mehr hingehen. Schon dunkel. Jetzt kommt der Aristokrat hier, der Sternegucker. Dann ist das erst erledigt und danach ist Gottesdienst. Da müssen wir auf jeden Fall den Glauben kriegen, ne? Dann gibt es wieder Torf. Anfertigen. Reinschmeißen. Hatten wir da schon mit geangelt? Ja, ne? So, passt. Ja, und unsere Samen werden auch schlechter, ja, ne? Also weniger. Ne, das können wir alles mitnehmen, nicht ein. Den Hanf können wir hier lassen. Ach, guck mal, Essen ist auch schon wieder fertig, ne?
So, dann fertigen. Fertigen. Und Pflanzen. Kohlsamen fertigen. Na, Karottensamen haben wir leider nicht. Das ist jetzt unser Problem, dass wir nicht genug davon haben. Müssen wir uns darum kümmern, dass wir da mehr kriegen. Da steht Arbeitszimmer nicht beendet. Warum ist das ein blaues Zeichen? Das ist alles mit blauen Zeichen hier, ne? Jetzt sollten wir das mal untersuchen. Jetzt können wir nicht mehr mitnehmen, ne? Super, oder? Das ist das Wasser gerade hier. Oh, Ernteabfall, den hätten wir natürlich auch da hinten bringen können erstmal. So weit sind wir noch nicht weg, können wir noch machen. Ernteabfall weg. Salat brauchen wir gerade nicht. Jetzt nehmen wir noch ein Gehirn mit und dann gucken wir weiter. Ist hier noch? Ach, hier ist auch noch mehr Zeug von dem Zeug. Ach, Mann. Fische können wir auch machen, okay. Hoher Aufschnitt. Können wir nur einen machen, okay. Lass uns den gerade machen. Dann kochen wir den rohen Aufschnitt. Das gibt dann Fleisch, oder? Gebratenes Fleisch läuft. Hier. Oh, flüchtiges Gebet haben wir auch schon. Ach, das sollten wir noch nicht mitnehmen. Untenrum kamen wir jetzt schon, ne? Gehen wir mal gucken. Meisterlampe ist auch da. Ah, ne, Schlange war das. Gib ihm den Schlüssel. Ja, klappt alles nicht, ne? Hier gibt's nur Handseile und Schweinehaut. Und hier untersuchen wir jetzt das Blut. Blut. Erfolgreich studiert. Wow! Da gab es gleich 21 Stück von. Okay. Dann ist jetzt Technologie gefragt, ne? Und da müssen wir jetzt weise entscheiden, was wir da machen. Alchemielager kann man auch so machen. Blaupause Alchemieregal. Okay. Einbalsamieren? Nee. Link, Licht des Glaubens. Blaupause Kerzenständer. Okay, dann kannst du einen Kerzenständer machen. Dann wird die Kirche besser. Kirchenbank. Geschäftlich mit dem Glauben. Geschäft mit dem Glauben. Flugblatt. Definitiv freischalten. Weil irgendwer wollte das Flugblatt ja haben. Spendengebet. Leichenverbrennung, steinerne Grabsteine. Ist jetzt nicht so die Prio. Schreiben. Blaupause Tisch. Herstellen Notizen. Herstellen Kapitel. Hier gibt's Tinte. Ich glaube, die Tinte war da in dem Lokal da, in der Kneipe, in der Taverne. Sollen wir das auch noch machen? Ja, dann können wir die Aufgabe beenden. So, was haben wir hier? Meister sammelt Superpilz. Nee. Insekten. Ach, da gibt's Motten sammeln. Guck. Komm. Motten sammeln, Gärtnerei, Herstellung, Gebet für Ranken und Wurzeln. 10 bis 30 für eine Freizeremonie benötigt ein paar Worte über die Bedeutsamkeit von Landwirtschaft, Düngung und persönlichen Energien.
Achso, Gebiet für Rang Perk. Bauer, du hast kein Problem damit. Du kannst gutes Saatgut wählen und bessere Ernte einfahren. Kostet allerdings 10. Hier unten wäre es nur 5. Okay, da, was können wir denn noch machen? Blaupause Ofen 2. Besseres Schmelzen wahrscheinlich. Glasbläserei. Ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, das ist jetzt Prio. Herstellen Keramikkrug. Wertvolle Materialien könnten wir uns auch leisten, wenn, ne? Und das sind ja die Rezepte, die wir so kriegen. Das ist alles zu teuer. Licht des Glaubens. Vielleicht sollten wir hier noch was machen. Aber ich denke mal, dass wir die Kerze besser machen, oder? Besser die Kirchenbank. Wir können tatsächlich beides machen. Machen wir auch. Wir machen die Kirche fit. Das ist wichtig. So. So, wir haben keinen Glauben mehr, aber wir müssen eine Kirche fit machen, damit wir da weiterkommen, ne? So, jetzt haben wir jedoch die Blaupause mehr. Ist das hier? Kirchenbank, Wandleuchter, Kerzenständer. Okay, Kirchenbank haben wir auch. Das heißt, da brauchen wir Holzplanken für. Und hier brauchen wir Eisenstücke. So, dann sollten wir uns beeilen, dass wir das noch hinkriegen. Und die Leiche ist im Keller, ne? Hm. Die wird nicht mehr frisch sein gleich. Okay, da ist jetzt das Glas fertig geworden. Eisen machen. Das dauert natürlich ewig. Haben wir hier noch Eisen drin? Ja, haben wir. Achso, ne, die haben wir ja mit, nicht in der Kiste. Das ist auch gut. Am Amboss kriegen wir das. Einfach Eisenstücke brauchen wir. Machen wir mal 3, ne? So, ab in die Kirche. Ach, Planke. Nehmen wir die hier. Holzplanke. Halt einer zu viel. Fertigen. Wahrscheinlich falsche Seite. Da geht's. Ja, jetzt geht's mal richtig voran, ne? So, ab zur Kirche. Leiche eine, ja, wissen wir. Möhren sind keine da, kommt also auch keine Leiche. So, jetzt kriegen wir hier den Kerzenständer. Okay, wo können wir den hinbauen? Da oder da? Da und da. Haben wir noch da eine Kirche? Kerzenständer hin? Ah, mehr geht nicht. Und eine Bank. Und mehr Bänke gehen nicht, okay. Ach, ist schon fertig sofort. Cool. Naja. Gibt nicht mehr. Ja, aber unsere Kirche ist ja dann schon mal besser geworden, ne? Qualität ist schon 9. Was war hier noch? Grabstätte, Blumenbeet, Dorfbaum und rote Blumen. Müssen wir doch haben eigentlich, oder? 2 rote Blumen. Es ist noch nicht Sonntag.
Also mal gerade nach den roten Blumen gucken. Der läuft noch. Rote Blumen. Die Zähne und ich glaube, hier brauchen wir dann 5 von, ne? Oder wie war das? Ich hoffe, sonst haben wir wieder verkackt. Gut, zu essen haben wir, weil wir brauchen gleich noch Energie wahrscheinlich. Aber ich glaube, wir hatten entweder Salat oder Möhren mit, ne? Müssen wir gleich mal gucken. Das Blumenbeet will ich noch bauen. Qualität minus 12, super, oder? Steine brauchen wir da auch noch für, super. Habe ich keine mehr. Aber wir haben schon mal ein Blumenbeet. Naja, ist der Friedhof schon mal ein bisschen besser dran. Ne? Mit minus 10, die Nacht kommt langsam. Oh, hier gibt es 1000 Sachen und ich kann keine aufheben. Die Leiche ist noch hier. Das habe ich auch noch nicht verstanden, wie das geht, ne? So, wir haben 3 Sachen rot und eine weiß. So, wenn ich da jetzt Fett entferne, was passiert dann? Dann haben wir keine Energie mehr. Dann müssen wir... das essen. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch über... okay, der Balken ist noch nicht voll. So, jetzt müssen wir die Leiche wieder angucken. Und 2 und 2. Jetzt sollte man das Fleisch entfernen. Ja, 2 und 2, da haben wir jetzt aber einen weg. Schon Ärztefusch da? Nein. Dann entfernen wir jetzt das Herz. Eins und eins. Jetzt muss nur ein guter überbleiben. Da ist aber Ärztefusch gelandet. Und jetzt? Ah! Jetzt nehmen wir die Leiche, weil die 2 Punkte hat. Jetzt ist es eine gute Leiche. Grabstätte bauen. Zack. Ausheben. Statten. Und beerdigen. So, das Grab ist eine 0. Jetzt haben wir keine Urkunde. Da müssen wir erst was wegbringen, oder wie sehe ich das? So viele Möhren, wie wir da haben, bringt uns das gerade nichts, ne? Sonst kann ich ja auch gerade nicht essen. Leitfaden für Geistliche. Warte, Möhren. Kann ich doch auch hier reinstecken, 10 Stück. Freut sich doch, ja. Und 6 haben wir noch, die können wir aufessen. Dann kriegen wir die Bestattungsurkunde, oder? Kriegen wir wieder 1,50 dafür. So, jetzt ist weg. So, die Bestattungsurkunde aufgenommen. Da gab es 1,50 für oder sowas, ne? Schon einer da? Nein.
glaube, wir müssen erst warten, bis die Gemeinde da ist. Oder? Ja, Blumenbeete müssen noch fertig werden und so, ne? Bürger, königliche Siegel, 30 Zufriedenheit, ach, haben wir schon. Wir müssen nur 50 davon haben. Bauerlaubnis 20. Rechtmäßiger Bürger. Oh, 3 Silber nur. Handelslizenz, Aristokrat geht natürlich noch nicht. Okay, das ist noch ein bisschen weit entfernt alles, ne? Blumenbeet brauchen wir noch Holz, Steine für. Es ist noch dunkel. Also die Kirche ist schon mal 9, das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Jetzt müssen wir nur warten, bis die Jungs kommen, ja, die Leute. Haben wir noch Inventarplatz? Ne. Ah, da kommt der Pope. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir was loswerden. Okay, wir haben alles da rein. Das Blut kann auch weg. Okay. Jetzt gehen wir noch zum Lingens hier. Die Blumen wieder wegbringen, weil wir keine Steine haben, ne? Oh, jetzt kriegen wir hier gleich wieder 2 dazu. Die Blumen weg. Karottensamen können auch erstmal weg. Was haben wir denn hier? Silbernuggets. Aha. Da müssen wir gucken, was wir mit den Silbernuggets noch machen. Können wir die einschmelzen? Sollte man einschmelzen können, oder? Und da ist Stahl. Gucken wir mal. Da ist Feuer noch drin. Glas. An dem Ofen geht das nicht mehr. Gut, dann nicht. Das hier reinschmeißen, ja. Nicht beendet. Planken schmeißen wir auch erstmal hier rein. Holzbalken. Lass mal so. Jetzt müssen wir mal zum Gottesdienst schnell, oder? Sind da schon Geistliche da? Nee. Ich glaube, die Sonne muss oben stehen, dass das erst geht. Aber wir können mal mit ihm hier gerade nochmal quatschen. 30, 20. Okay, gib ihm den Fisch. Das ist keine Ahnung, was es für ein Fisch ist. Auf jeden Fall so ein bronzener Stern dabei. Was können wir mit dem handeln? Oh, Kerze. Hostien und flüchtiges Gebet kriegen wir bei ihm. Die Gebete gibt es dann noch alle bei dem. Reich auf dem 30, auf dem Friedhof, 20 in der Kirche, bring dem Bischof hier gute Fischfilets. Ja, habe ich nicht. Ja, das ist ja noch ein bisschen schwierig, ne? Jetzt ist die Frage, ne? Was hat er denn da gerade unterm Hut weggezogen, ne? Hier ist nichts drin. Aber wir haben was zu reparieren, ne? Hier, das ist doch schäbig, aber das ist das falsche Werkzeug für, oder? Ja, da braucht man sowas für. Das andere ist alles schon in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, ne? Dauert nicht mehr lange, dann kommen die wahrscheinlich alle, oder? Müssten doch schon unterwegs sein. Oder? Kommt wer aus dem Dorf oder kommt wer nicht aus dem Dorf?
Tja, weiß ich auch nicht. Ich kann das Gebet ja auch mal anstoßen da, ne? Jetzt ist 12 Uhr mittags. Irgendwo wäre eine Ressource. Jetzt lass uns mal schnell ins Haus rennen, weil ich glaube, jetzt haben wir wieder vergessen, Dingens mitzunehmen. Warte, durch den Keller geht vielleicht schneller. Keine Unterlagen mitgenommen, ey. Ah. Jetzt pass auf, gleich geht das nicht, weil wir das vergessen haben. Schnell ein Gebet mitnehmen oder auch zwei. Die Hostien vielleicht noch. Geschichte, ja. Boah, da haben wir ja gleich einen Dusel, dass es voll daneben gegangen ist, weil wir die Gebete nicht mitgenommen haben, ey. Ah. So, jetzt kommen sie. Und da kommen wir auch ein paar mehr, weil wir eine Bank mehr haben, oder wie sehe ich das? Okay, ist klasse. Toll, toll. Jetzt lasst uns diesen Segen beten. Bäh, 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 bäh. Na super, das hat ja gut geklappt. Eure Spenden sind immer willkommen. Kein Geld von mir, kein Geld von mir, kein Geld von mir, kein Geld von mir, kein Geld von mir. Ey, Leute, was war das denn für ein Scheiß? Wichtig war aber schon mal die zwei Glauben. Weil da kann ich gleich was mit anfangen. Hätte ich die Hostien da irgendwie reinlegen können? Ah, ist erst nächsten Sonntag wieder verfügbar, okay. Okay, dann nicht. Kann ich überhaupt was entforschen? Holz, Dingens? Nee, das bringt mir nichts. Ich muss jetzt noch hier so andere Sachen zum Untersuchen holen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Ciao.